Ein junger Mann wurde ermordet. Sein Vater will etwas vertuschen. Er war nämlich schwul und er hatte seit über einem Jahr einen Freund. Was? Er war schwul? Ja, aber er hat es kaum jemandem erzählt. Ich glaube, nicht mal seine Frau wusste was davon. Das zwischen den beiden, das war sowieso keine richtige Ehe. Wieso? Was meinen Sie damit? Sein Vater hat die Hochzeit arrangiert. Der kam einfach nicht damit klar, dass sein Sohn schwul ist. Ja, und er dachte, wenn er erst mal eine hübsche junge Frau an seiner Seite hat, dann würde er sich schon besinnen. Damit dürfte klar sein, warum der Senior verhindern wollte, dass wir im privaten Umfeld seines Sohnes ermitteln. Der wollte einfach verhindern, dass rauskommt, dass er schwul ist. Aha. Die Zwangsheirat mit der Frau hat nicht funktioniert. Aber ob er deshalb seinen Sohn umbringt, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Na? Ah. Oh, ist das denn Schokolade? Hm? Pralinen für mich? Ja, für dich. Von dir? Nein, nicht von mir und auch nicht vom Robert. Von Herrn Salic. Oh nein. Ja, er hat die extra für dich vorbeigebracht. Und uns hat er noch mal lang und breit erklärt, dass er keine Schuld hat an dieser Kneipenschlägerei. Ja, ja. Ich habe ihm erst mal gesagt, er soll ein Anti-Gewalt-Seminar belegen. Und dann sehen wir weiter. Meinst du, er hört auf dich? Besser wär's für ihn. Ich habe übrigens mal alle gespeicherten Kontakte im Handy des Opfers überprüft. Das waren alles Freunde und Kollegen. Alle wurden mit ihrem vollständigen Namen gespeichert. Nur bei einer Nummer, da standen nur zwei Buchstaben. RW. RW? René Wernicke, der Mann ist Optiker, der hat hier ein Geschäft in der Stadt. Vielleicht war er die Affäre des Opfers. Deshalb wahrscheinlich auch diese Geheimniskrämerei mit den Initialen. Kann gut sein. Geile Karre. So einen hätte ich auch ganz gerne. Dann darfst du dir aber keine Kinder anschaffen. Wieso? Weil er keine Rücksitze hat? Nee, weil du Beamter bist. Da musst du dich entscheiden. Entweder Familie oder eine geile Karre. Lass mich überlegen, Alex. Du kriegst doch eh keinen ab, ne? Interessieren Sie sich für den Wagen? Verkaufen Sie ihn denn? Wollen tue ich es nicht, aber ich muss. Naja, ich denke mal, das Auto werde ich mir nicht leisten können. Und die Anschaffung ist noch das Billigste. Die laufenden Kosten fressen einem die Haare vom Kopf. Das glaube ich gerne. Sind Sie René Wernicke? Ja, warum? Wir sind von der Kripo, Rietz, mein Kollege Herr Ritter. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Dann gehen wir doch am besten rein. Gerne. Ich hatte mir schon Sorgen um ihn gemacht. Wieso? Naja, Markus wollte gestern Abend noch zu mir kommen. Ich habe die halbe Nacht auf ihn gewartet. Dann stimmt es also. Sie beiden hatten eine Affäre. Wenn Sie es so nennen wollen, ich würde sagen, wir haben uns geliebt. Aber es war schwer für Markus, dazu zu stehen. Wegen seines Vaters? Ganz genau. Er konnte einfach nicht akzeptieren, dass sein Sohn schwul ist. Er hat ihn ganz schön unter Druck gesetzt, oder? Markus war in den letzten Monaten mit den Nerven total am Ende. Erst die Hochzeit, dann die Schwangerschaft. Er hat das alles einfach nicht gewollt. Das Kind auch nicht? Das war doch von ihm. Ach was? Sie hat sich von einem anderen schwängern lassen. Was? Sind Sie sicher? Natürlich. Erst war sie geschockt, als sie merkte, dass er schwul war. Aber dann hat sie sich schnell umorientiert. Sagen Sie mal, wissen Sie denn, wer der Vater des Kindes ist? Nein. Ich glaube, Markus wusste es, aber er hat mir keinen Namen gesagt. Und Sie waren gestern Abend den ganzen Abend alleine zu Hause? Sagen Sie mal, wissen Sie, wo Markus war, bevor er zu Ihnen wollte? Natürlich. Auf der Baustelle. Er war mit seinem Vater verabredet. Er wollte ihm sagen, dass er seine Frau verlässt, noch bevor das Kind da ist. Er hatte die ganzen Lügen einfach satt gehabt. Sein Vater hat sein Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt, wo er sich von ihm befreien wollte, ist er umgebracht worden. Ich vermag überhaupt nicht einzusehen, warum ich Ihnen von meiner Verabredung mit meinem Sohn erzählen sollte. Da ging es schließlich um eine rein private Angelegenheit. Ja, und? Ich dachte, Sie arbeiten mit uns zusammen. Das sollten Sie eigentlich auch. Also, dass Sie uns nichts von diesem Gespräch erzählt haben. Wir wissen im Übrigen, worum es ging dabei. Das macht Sie nicht gerade unverdächtig, Herr Schlüter. Unsinn! Glauben Sie denn, ich hätte meinen Sohn vom Dach gestoßen? Er hat mir irgendeinen Quatsch erzählt, dass er sich trennen wolle von seiner Frau. Für mich eine ganz normale Panikreaktion, so kurz vor der Geburt des Kindes. Aber Gott sei Dank konnte ich ihm das ausreden. Ach, jetzt hören Sie doch auf mit diesem ganzen Theater. Wir wissen, dass Ihr Sohn schwul war. Wir wissen, dass Sie die Ehe arrangiert haben. Und wir wissen auch, dass er nicht der Vater des ungeborenen Kindes ist.
Na schön, wenn Sie ohnehin schon alles wissen. Mein Sohn war egoistisch und er war verantwortungslos. Seine Veranlagung hat also mir und seiner Frau sehr, sehr viel Kummer bereitet. Mhm. Seine Frau wusste also auch von seiner homosexuellen Affäre? Ja, woher sie das allerdings wusste, weiß ich nicht. Vor ein paar Monaten hat sie mich angerufen. Sie war völlig aufgebracht. Ich habe versucht, sie zu beruhigen. Ich dachte, wenn dann das Kind endlich auf der Welt ist, dann wird mein Sohn schon zur Besinnung kommen. Also lief alles so weiter wie bisher. Nur, dass jetzt jemand anderes als Erzeuger des Kindes herhalten musste. Wie gesagt, mein Sohn hat seiner Frau viel Kummer bereitet. Für mich ist es schlüssig, für mich ist es... Ich kann es ihr nicht verübeln, dass sie sich von ihm abgewandt hat. Aber zum Glück hat er den Schein gewahrt. Damit kein schlechtes Licht auf die Firma und die Familie fällt, oder? Herr Schlüter, was ist gestern Abend passiert? Nun, gestern Abend hat mein Sohn angerufen. Er hat gesagt, dass er mich unbedingt sprechen wolle. Dann bin ich natürlich raus zur Baustelle gefahren. Dort hat er mir gesagt, dass er sich scheiden lassen wolle. Da habe ich ihm natürlich gehörig den Kopf gewaschen. Außerdem habe ich ihm gesagt, dass das Ganze beendet werden müsse. Die Affäre mit diesem Mann muss zu Ende gehen. Ja, und dann? Was ist dann passiert? Gar nichts. Schließlich habe ich meinem Sohn schon sehr früh beigebracht, mir zu gehorchen. Wissen Sie was? Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie haben sich getroffen, es kam zum Streit. Er hat sich gewehrt und dann ist er runtergefallen. So war's doch. Mein Sohn wusste, was er zu tun hatte. Das Richtige für seine Familie. Und übrigens, glauben Sie, das trage ich hier zum Spaß? Ich habe schwere Gicht in den Beinen. Ich wäre gar nicht in der Lage, auf ein Dach zu steigen. Geschweige denn, meinen Sohn herunterzustoßen. Selbst wenn ich das gewollt hätte. Ach, Frau Schlüter, das ist aber schön, dass Sie nochmal gekommen sind. Setzen Sie sich bitte hin. Ja, nehmen Sie doch da Platz. Darf ich auch fragen, wer Sie sind? Dr. Reinhold, ich bin Anwalt und Freund der Familie. Ah, okay. Dann können wir offen sprechen. Ja, Sie wussten also von der Affäre Ihres Mannes? Ja, ich wusste davon. Mein Mann ist öfters am Abend weggegangen. Einmal bin ich ihm gefolgt und da habe ich ihn dann gesehen. Mit diesem Mann. Und die beiden haben sich geküsst. Aha. Haben Sie diesen Mann erkannt? Nein, ich wusste nicht, wer er ist. Aber dieser Mann hatte einen sehr auffälligen Wagen. Eine metallic-blaue Corvette. Gestern auf dem Weg in die Stadt, da bin ich noch mal an der Baustelle vorbeigefahren und da habe ich diesen Wagen wieder gesehen. Frau Schlüter, wieso haben Sie uns das nicht gleich erzählt? Ich wollte nicht, dass öffentlich wird, dass mein Mann homosexuell war. Wissen Sie, meine Eltern sind sehr konservativ. Ja. Und da wollte ich... Wer ist denn jetzt eigentlich der Vater des Kindes? Ich bin der Vater des Kindes. Es macht dir nur keinen Sinn mehr, das geheim zu halten. Können wir unsere Liebe endlich offen zeigen? Und wie lief die Verhandlung? Der hat echt Schwein gehabt. Der wurde nur zu einer Geldstrafe verurteilt. Ja, aber auch nur, weil er endlich mit einem Antigewaltseminar angefangen hat. Also, eigentlich war die Sache klar. Auf meine Aussage kam es gar nicht mehr an. Also hat er auf dich gehört? Ja, endlich mal einer. Aber sag mal, so einen auffälligen Wagen kann die Ehefrau des Toten eigentlich nicht verwechselt haben. Wenn es stimmt, was sie sagt. Hm. Ihr Alibi stimmt übrigens. Sie war wirklich mit dem anderen, beim Italiener. Mhm. Ja, dann hören wir doch mal, was er sagt. Hallo. Ich hatte Sie schon erwartet. Sie wissen, warum wir hier sind? Sie haben Markus auf der Baustelle getroffen, nachdem er sich mit seinem Vater getroffen hat, stimmt's? Ich war die ganze Zeit da. Ich habe oben auf dem Dach gewartet, während er sich mit seinem Vater unten gestritten hat. Und was ist dann passiert? Markus kam zu mir und ich dachte, endlich hat das Verstecken ein Ende, aber ich hatte mich wohl getäuscht. Er hatte sich wieder mal von seinem Vater einschüchtern lassen und wollte mit ihnen Schluss machen, richtig? Das war einfach nicht richtig. Ich habe ihn an der Schulter gepackt und geschüttelt. Ich wollte, dass er endlich einsieht, was gut für ihn ist. Und dann? Hat er sich gewehrt? Irgendwie hat er das Gleichgewicht verloren. Es war ein Unfall. Ich wollte ihm doch nichts tun. Ich wollte nur, dass er endlich zur Vernunft kommt. Herr Wennecke, wir müssen Sie trotzdem vorläufig festnehmen. Bitte kommen Sie. Natürlich.
Ja, Staatsanwalt, so wie es aussieht, wollte der Senior über seine Schwiegertochter, dem Polier Salic, alles in die Schuhe schieben. Einzig und allein, um die Familienehre zu retten. Also ich habe gehört, dass der Salic wollte, dass die Frau Rietz zu seinen Gunsten wegen dieser Kneipenschlägerei aussagt. Naja, also ehrlich gesagt, ich glaube, das Interesse von Herrn Salic an Frau Rietz, das hat andere Gründe. Ja, es ist gut möglich. Frau Kommissarin, gut, dass ich Sie treffe. Also eine Sekunde mal bitte. Sie sind ja wirklich so schwer zu erreichen, wirklich. Ja. Und für Sie. Ja, danke, aber was soll das? Naja, also die Verhandlung ist ja jetzt vorbei und es ist ja auch an sich ganz gut gelaufen und da wollte ich Sie gerne fragen, ob Sie nicht mit mir essen gehen wollten. Ich wollte Sie da recht herzlich gerne so einladen heute Abend. Heute Abend geht gar nicht. Da habe ich einen Termin mit dem Staatsanwalt. Wir wollen zusammen Akten durchgehen. Er ist auch gerade am Telefon. Stimmt doch, Herr Kikitaze? Na ja, Moment mal ganz kurz. Herr Kikitaze, ich denke mal, da lässt sich doch bestimmt was machen, oder? Ja. Sagen Sie der Frau Rietz, wir können das problemlos verschieben, wenn Sie was zum Feiern haben sollte. Ja, dann vielen Dank. Frau Rietz wird sich sicher freuen. Ja, tschüss. Ja, gut, dann steht einem gemeinsamen Abend ja nichts mehr im Wege. Viel Spaß wünsche ich dann. Wunderbar, können wir gehen. Soll ich die Blumen ins Wasser stellen? Bitte. René Wernicke wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 3 Jahren Haft verurteilt.